bei den Landwirten? Sprechen wir vom großen Bauernsterben, das eingetreten ist. Gibt es sowas auch bei den Teichwirten? Ist das schon eingetreten? Gibt es schon Betriebe, die das deswegen schließen mussten oder deren Fortbestand deswegen gefährdet ist? Sie sind Vertreterin eines Verbandes, Sie werden das mitbekommen, die werden sich an Sie wenden, auch an Sie als Politikerin. Als Politiker bekommt man das natürlich gesagt und mit, und das ist eigentlich traurig. Und zwar in der Oberpfalz geht schon los, da ist der Order ja schon viel länger. Ich habe vor dem Order schon vor 15 Jahren gewarnt. Ich habe das in Polen gesehen, da sind auch bewirtschaftete Weiher, da kommen aus den großen Seen, der selbe Schutzstatus, da geht überhaupt nichts mehr. Und das Schlimme ist am Otter, nicht nur wenn der Deichwirt sein Fisch umgebracht wird, da bleibt nichts mehr übrig, der reißt den auf und hin noch kommt dann der Fuchs und macht den Rest gar weg, ist ja schwierig zu finden. Sondern der Otter geht wahnsinnig gerne, und ich hoffe, die Herren können mir das bestätigen, sind die eigentlichen Fachleute, auch auf große Mutterfische. Also alles, was unsere Kultur so lange hingezüchtet hat, auf diese prachtvollen Speisefisch, das geht dann verloren, weil er die Genetik praktisch unterbricht, weil er gerade die Fische, die man für die Fortpflanzung vorgesehen hat, gerade die zerreißt und zermetzelt, oft nicht einmal ganz auffrisst. Und was man halt dabei vergisst, also mit der Zurückbringung des Otters, jetzt komme ich wieder an mein Wildgehege, ich komme ja auch nicht auf die Idee, wenn ich Hundezüchter bin und Dammwild habe, dass ich das in einem Gehege halte. Und genauso ein ausgewogenes Ökosystem ist mit dieser Kulturlandschaft in die Deichwirtschaft gewesen. Da hat halt dann einfach der Otter auch nicht dazu gepasst. Dafür hat er andere Gebiete in Europa gehabt, wo er schon immer gut und weit verbreitet war. Beim Kormoran ist es ähnlich. Ganz früher, als wir noch keine Weiher hatten, war der Kormoran ein reiner Duck. Der hat überhaupt nie bei uns gelebt. Mittlerweile ist er ganzjährig da. Ich weiß noch, bin jetzt 32 Jahre verheiratet. Als ich geheiratet habe, die ersten 5 Jahre, ist man raus und hat einen Kormoran fotografiert, wenn man je einen gesehen hat. Schon 1998 gab es eine Bundeskormoran-Konferenz vom Bundesamt für Artenschutz. Und da haben wir gesagt, naja, an der Küste ist er wieder gut eingeführt, aber ins Binnenland hat er auch nie gehört. Das ist ähnlich wie in Neuseeland und Australien, wo man wirklich Arten reinholt und die angesiedelten Arten und die angesiedelten Ökosysteme auch kaputt macht. Ohne Fische, ob das jetzt weil die Angler bei uns ist, habe ich die Libellenarten nicht. Ich habe das Wasser nicht zurückgehalten. Ich habe den Klimaschutz nicht. Das ist ja ein absolut ausgewogenes Ökosystem in jedem Bereich. Und sobald der Deichwirt oder der Angler einen nicht mehr macht, in dem Moment, wo wir keine Fische mehr haben, muss der aufhören. Es ist sein Grund und Boden und es wird nicht mehr gepflegt. Also wenn es nicht mehr gepflegt wird, hält es das Wasser nicht mehr. Also verbucht es und dann bricht das Rest des Ökosystems auch zusammen. Und das muss man die Leute immer wieder erklären, dass man ja nichts gegen das Tier hat. Bloß in dieser Kulturlandschaft gehört es einfach nicht dazu. Es gibt halt Sachen, die schließen sich aus, das geht nicht so sein. Und er macht ja nicht bloß die Fische kaputt, wenn wir jetzt wieder auf den Otter kommen. Wir haben jahrelang mit dem Naturprogramm bei uns die Flussmuschel wieder angesiedelt, den Kiebitz geschützt, das zerlegt ja alles. Also das ist alles wieder weg, da hat man Millionen investiert, weil der Fischotter auch die zerbeißt. Ich habe jetzt gehört, dass es sogar auf den Krebsbestand losgeht. Das ist mir jetzt noch völlig neu gewesen. Kann vielleicht der Bernhard Fenner was dazu sagen. Es gibt ja so viele Unterarten, die er an komplett mit vernichtet, die auch auf der roten Liste sind. Und da muss ich fragen, wo passt es noch auf der Waage? Wenn ich da so viele Arten habe und da zählt eine Art mehr, die durch unsere kulturellen Hintergründe eigentlich verdrängt war.